Der griechische Parlamentsausschuss nennt die Schulden des Landes illegal. Update-Politik am heutigen Freitag. Ich begrüße euch ja, zu einer neuen Ausgabe selbstverständlich und auch heute die im neuen Design, beziehungsweise das neue On-Air-Design. Mehr muss man dazu nicht sagen. Wir beginnen später mit Griechenland, was natürlich auch wieder auf unserer Tagesordnung steht, aber wir beginnen mit den Parlamentswahlen in Dänemark. Gestern am Donnerstag gab es Wahlen, nämlich und sind nicht gut ausgegangen für die regierenden Sozialdemokraten. Denn sie haben Stimmen verloren, bleiben stärkste Kraft, aber die Opposition kann eine Regierung bilden. Deswegen sind die Sozialdemokraten nun abgewählt worden und dessen Ministerpräsidentin, noch Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt, hat ihren Rücktritt als Vorsitzende der Sozialdemokraten angekündigt. Die bürgerliche Opposition unter anderem konnte natürlich die stärkste Mehrheit zusammen, also die stärkste knappe Mehrheit, erringen, aber das unter anderem durch die Rechtspopulisten, die natürlich auch nicht nur in Deutschland Vorzug halten, sondern auch in anderen Teilen Europas, wie beispielsweise in Dänemark. Und der liberale Lars Løkke Rasmussen, das ist nämlich dieser Mann hier, darf sich nun Ministerpräsident Dänemarks nennen, auch wenn die Liberalen nur 19,5% der Stimmen geholt haben, ist sie nur drittstärkste, hat aber auch 34 Sitze. Die Dansk Folkeparti, also die dänische Volkspartei, hat ja unter anderem nach einem Ruf nach Asylstopp und wie die Wiedereinführung von Grenzkontrollen wieder ordentlich Stimmen einfahren können, so unter anderem heißt das. Und die Sozialdemokraten legten im Vergleich zur Wahl vor 4 Jahren ordentlich zu, auf 26,3%, aber es reicht nicht. Und die Sozialdemokraten sind wieder stärkste des Landes, so Thorning-Schmidt stolz, aber ihre Koalitionspartner haben deutlich gelitten. Die Sozialliberalen unter anderem gingen auf 4,6%, die Volkssozialisten auf 4,2% und schnitten ordentlich ab. Nicht ordentlich geradeweg ab, deutlich schlechter als wie vor 4 Jahren. Eine neue Partei, nämlich die Alternative des ehemaligen dänischen Kulturministers Uffe Eplak, die einen grünen Wandel und einen Veggie Day sogar will. Unter anderem auch eine 30-Stunden-Woche hat es im Übrigen auch ins Parlament geschafft. Mit 9 Mandate ist man drin und mit knapp 4,8%. Die Wahlbeteiligung, sie liegt deutlich höher oder ist etwas gesunken. 2011 lag sie bei 87,7. Es sind etwas weniger gegangen. Jetzt denkt man sich, oh mein Gott, jetzt kommt 70%. Nein, 85,8%, also deutlich weniger als natürlich wie vor 4 Jahren. Etwas weniger muss man natürlich sagen, denn deutlich wäre natürlich ein Sturz von 10% oder von 5% gewesen. Es sind aber geradewegs nicht mal 2% gewesen, sondern nur 1,9%, die dafür gesorgt haben, dass weniger Dänen zur Wahl gegangen sind. So kann man das ungefähr auch nennen. Kommen wir nach Griechenland. Nicht mehr lange und die Griechen sind pleite. So kann man das ungefähr sehen. Und der Höhepunkt dieser ganzen Schuldenkrise beruft sich auf eine, man muss wirklich sagen, vom Parlament eingesetzten Prüfausschuss, die die Zahlungsforderungen der internationalen Gläubigern, also dem IWF, der EZB, also dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Zentralbank und natürlich auch der Europäischen Union an Athen als illegal einstuft. Also wirklich, die Schulden, die natürlich Griechenland zurückzahlen muss, die sind angeblich illegal. Gestern, das war das Ergebnis, was gestern im griechischen Parlament in Athen veröffentlicht wurde. Und die weit links stehende Parlamentspräsidentin Zoe Konstantinopoulou hatte den Prüfausschuss schon im April eingesetzt. Also schon erst vor knapp 2 Monaten, muss man natürlich sagen. Und zu ihm gehören unter anderem Belgier Eric Toussaint, und der an mehreren Büchern zum Thema Staatsschulden und Globalisierung unter anderem geschrieben hat, wie auch beispielsweise andere, die dem Anschluss dem Komitee für den Erlass der Schulden der Dritten Welt angehören. Und es heißt unter anderem auch, dass die Forderung des Prüfausschusses heißt, dass Griechenland den ausländischen Gläubigern als illegalen sei, ein,
denn diese hätten das europäische und internationale Recht mit Füßen getreten, ebenso wie die Menschenrechte, heißt es. Und es wäre schändlich gewesen, denn die Gläubiger und die Europäische Union, so heißt es, haben ihre möglichen Folgen erkannt. Ja, EU und Internationaler Währungsfonds haben auch verbreitet, dass es sich um Staatsschulden handle und nicht um private Schulden, so Toussaint weiter. Das war ein ausgezeichnetes Mittel, um eine Sparpolitik in Griechenland einzuführen, fügte er weiter hinzu. Und er hat im gleichen griechischen Dokumentarfilm, der nämlich Depocracy, also Schuldenherrschaft von 2011, mitgewirkt. Dort gibt es unter anderem eine Parallele zwischen Griechenland und Ecuador, dessen Schulden 2007 zum Teil als sittenwidrig eingestuft und auch erlassen worden war. Darauf hofft ja Griechenland auch noch weiterhin, dass man ja unter anderem die Staatsschulden in Griechenland natürlich, sagen wir mal, dass es einen Schuldenschnitt geben soll und dass das Ganze natürlich dann eingeschnitten wird. Und seit Monaten verhandelt auch noch weiterhin Griechenland mit den internationalen Geldgebern über Bedingungen für die Auszahlungen ausstehender Finanzhilfen, seit Anfang des Jahres selbstverständlich schon. Und es geht vor allem um die Gläubigern geforderten Einschnitte bei den Renten und die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Gestern Abend, unter anderem am Donnerstagabend, sind Beratungen zwischen den Eurofinanzministern und der griechischen Regierung in Luxemburg gescheitert. Am Montag, so hat Donald Tusk unter anderem einen Sondergipfel der Währungsunion einberufen. Sollte es dort keine Einigung geben, gibt es einen Grexit, also den sogenannten Grexit. Das bedeutet, Griechenland fliegt aus der Eurozone und müsste die Drachme wieder einführen, was aber eigentlich so rechtlich nicht möglich ist. Denn nur wenn Griechenland selbst aus der Eurozone aussteigen will, muss es auch aus der Europäischen Union. Und das wollen nach einer Umfrage zufolge nicht alle Griechen. So muss man das sehen. Ja, eine große Diskussion, die natürlich auch aufgehalten wird und natürlich auch weiterhin noch bestehen bleiben wird. Wir werden euch natürlich darüber auch informieren, selbstverständlich auch auf unserer Internetseite www.derchotv.wordpress.com. Und wir kommen zu unseren News der Woche, gleich nämlich nach den News der Woche. Entschuldigung. Gibt es was zur PKW-Maut? Ja, die PKW-Maut kommt nicht 2016, vielleicht auch nicht 2017, sondern erst später oder vielleicht auch gar nicht. Wer weiß. Mehr dazu gleich. Jetzt gibt es aber erstmal die News der Woche und ihr seht was ganz Neues. Jetzt wisst ihr, dass es auch die News der Woche sind und wir beginnen mit der Schweiz. Denn die Schweizer haben nämlich am Sonntag über einen Volksentscheid nämlich abgestimmt, dass die Rundfunkgebühr fürs Schweizer Fernsehen unter anderem neu bestimmt wird. Es soll eine Neuordnung geben. Sie ist, wie unter anderem, an das deutsche System angelegt. So müssen Nutzer nicht mehr für jedes Empfangsgerät zahlen, sondern pro Haushalt. Außerdem soll auch der Preis, also soll auch die Rundfunkgebühr gesenkt werden, und zwar nämlich von 450 Franken auf 400 Franken. Für die Neuordnung haben 3.700 Menschen dafür gestimmt. Sein Vater war es, sein großer Bruder war es, nun will er es gern auch werden. Präsident der USA, Jeb Bush, der ehemalige Gouverneur von, ich glaube, Florida, will nämlich Präsident von den USA werden. Jeb Bush hat in dieser Woche nämlich offiziell auch bekannt gegeben, dass er für die Republikaner unter anderem in den Präsidentschaftswahlkampf eintreten will. Er versprach Wirtschaftswachstum und mehr Wohlstand und laut den neuesten Umfragen hat er gute Chancen, der Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden. Auch gute Chancen hat Hillary Clinton. Es könnte natürlich wie damals vor über 23 Jahren zum Präsidentenwahlkampf, nämlich Clinton gegen Bush, kommen. Damals hatte ja Bill Clinton gegen George Bush Senior die Nase vorn gehabt bei den Präsidentschaftswahlen 1993, glaube ich, 93, 92. Und dann kommen wir noch zur Europäischen Zentralbank. Die darf zur Rettung des Euros grundsätzlich Staatsanleihen kaufen, heißt es vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg diese Woche. Somit ist ein Programm der EZB aus dem Jahr 2012 auch rechtmäßig gewesen, so die Richter in Luxemburg. Somit darf die Europäische Zentralbank unbegrenzt auch Anleihen kaufen und das von Euro-Krisenstaaten, um damit eine Pleite zu verhindern. Ja. Nur das Programm existiert nicht mehr. Ja, so kann man noch, also es existiert noch, aber liegt ja ruhbrach. So kann man das ungefähr sagen.
Das waren die News der Woche. Mehr News gibt es natürlich wie immer auf www.derchotv.wordpress.com. Natürlich gibt es auch selbstverständlich Facebook und Twitter. Und ihr könnt natürlich auch nochmal die letzten Update-Politik-Videos angucken, entweder auf unserer Seite, auf YouTube nämlich, unter derchotv bzw. youtube.com/wadi1989.de oder einfach derchotv.wordpress.com/videos. Mal ein bisschen Werbung machen, ist ja auch nicht schlimm. Wir kommen zur Pkw-Maut. Sie ist eigentlich beschlossene Sache, aber es gibt ein riesiges Aber. Viele sehen darin nämlich, dass sie nicht EU-rechtskonform ist. So auch die EU-Kommission. Die hat nämlich ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Die Ankündigung kam schon. Und der zuständige Minister für die Pkw-Maut, nämlich der Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt von der CSU, hat gesagt, okay, wenn ihr es wollt, mache ich's. Ich verschiebe die Pkw-Maut. Auf unbestimmte Zeit, man weiß nicht, wann sie kommen soll. Geplant war, dass sie nächstes Jahr kommen sollte. Nun wird es aber vielleicht auch sogar so sein, dass die Pkw-Maut nicht mal in dieser Legislaturperiode kommt. Wir nähern uns ja zur Halbzeit der Legislaturperiode des Deutschen Bundestages im Herbst und sollte eigentlich natürlich nächstes Jahr kommen. Selbst steht natürlich auch fest, dass Steuerfragen in der Hoheit der Nationalstaaten liegen und 2 Monate Zeit hat die Bundesregierung, sich wegen das nun Stellung zu nehmen. Man will das so schnell wie möglich tun, so der Bundesverkehrsminister in einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Und man möchte natürlich, Brüssel wird natürlich Deutschland auffordern, seine Pläne binnen 2 Monaten mit dem EU-Recht in Einklang zu bringen. Und wenn es dann keinen Kompromiss gibt, landet dieser Fall vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Opposition rechnet damit, dass das trotzdem passieren wird, auch wenn man das natürlich macht. Denn ja, die Pkw-Maut sieht ja ein, dass unter anderem Ausländer, also Bürger, Menschen, die nicht in Deutschland wohnen, aber durch Deutschland fahren, dass sie eine Abgabe natürlich haben. Eine Maut, eine Vignette bekommen für 2 Euro in der Woche oder für 2 Euro, wenn man nur eine Woche da ist, für 10 Euro oder 15 Euro, wenn man einen Monat da ist und natürlich 50, 60, 70 Euro, wenn man ein Jahr da ist oder so. Ich kenne die Preise nicht mehr. Bei den Deutschen soll es so sein, dass es Erleichterung bei der Kfz-Steuer gibt und dass man trotzdem dann dafür eine Jahresvignette bekommt. So heißt es, so soll es natürlich heißen, aber ist natürlich auch geradewegs nicht gut, denn es könnte auch natürlich richtig lange dauern, denn ein Verfahren mit sowas, mit dem Europäischen Gerichtshof, kann nämlich lange dauern, nämlich bis zu 2 Jahre und wenn es sogar auch schneller gehen sollte, sogar, ja, ungefähr genauso lange und die Abgabe von auf Autobahnen und Bundesstraßen soll erhoben werden und im Schnitt soll ja die Jahresvignette 74 Euro kosten. Sie wird dann aber anders als bei den Fahrern aus dem Ausland, wie ich schon gesagt habe, von der Kfz-Steuer abgebucht. Die Verkehrskommissarin Violetta Bulk, die EU-Verkehrskommissarin muss man sagen, erklärte, eine Straßennutzungsgebühr ist nur dann EU-rechtskonform, wenn sie nicht auf Grundlagen der Staatsangehörigkeit diskriminiert. Wir haben erhebliche Zweifel, ob die einschlägigen deutschen Gesetze diesem Grundsatz entsprechen. Auch die SPD hat sich gemeldet, der Koalitionspartner. Sie hatte das Projekt nur unwillig mitgetragen. Fraktionsvize Sören Barthol begrüßte die Verschiebung. Er sagte, niemand darf jetzt das Risiko eingehen, dass Steuergelder zur Einführung der Pkw-Maut investiert werden und sie am Ende gestoppt wird. So erklärte er das und weiterhin wird es ja keine Pkw-Maut mit der SPD für alle geben. Denn das soll ja der Nachteil natürlich sein. Die CSU plant ja diese Pkw-Maut extra für Ausländer. Aber ob es jetzt natürlich auch, sagen wir mal, geradewegs so der Menschenwürde geht und rassistisch klingt oder ob es richtig ist, das wird man in den nächsten Monaten sehen. Fest steht, es wird dauern. Die Pkw-Maut kommt also nicht geplant wie am 1. Januar 2016, sondern später, wenn nicht sogar noch später oder gar nicht. Wird man so sehen. Und die CSU fühlt sich da auch, sagen wir mal, geradewegs nicht wohl dabei. Kann man so sehen. So viel dann auch zu den politischen Themen in dieser Woche. Wirtschaftliche Themen waren ja natürlich auch dabei. Und nicht zu vergessen, morgen gibt es natürlich Update-Medien selbstverständlich. Aber diese Sendung, ich warne schon darauf, ich gebe schon mal darauf einen kleinen Hinweis, die wird nämlich aufgezeichnet sein. Es geht nämlich um den TV-Rückzug von Stefan Raab als großer Entertainer natürlich. Morgen dazu dann am Samstag ein großes Special. Selbstverständlich also keine reguläre Update-Mediensendung. Dafür gibt es am Sonntag wieder dann Update-Sport, nachdem es ja letzte Woche nicht stattgefunden hat. So viel dann auch von meiner Stelle aus. Weitere News selbstverständlich auf www.derchotv.wordpress.com. Breaking News jederzeit natürlich auch über Facebook und Twitter. Und natürlich Fragen selbstverständlich
per E-Mail an derchotv@gmx.de. Das war's von meiner Stelle aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Start ins Wochenende, falls ihr das Video in einem anderen Tag gucken solltet. Nicht im Wochenende, sondern darüber hinaus. Klingt ein bisschen komisch. Bis dahin, tschüss.